heute schauen wir uns die Funktion der freien Mischer an, über die man die Pumpendrehzahl automatisch steuern kann. Dazu schauen wir als erstes in die Servoanzeige. Wir haben hier als Beispiel jetzt einen Sender von Graupner, aber die Servoanzeige gibt es ja eigentlich bei jedem Sender. Sehen hier, wir haben auf Kanal 1, wenn man von einem Bagger ausgeht, den Baggerarm. Auf Kanal 2 den Löffel und auf Kanal 3 die Hydraulikfunktion des Stiels. Kanal 4 wäre in diesem Fall das Schwenkwerk, das ja von dem Mischer der Pumpe unberührt bleibt. In diesem Beispiel auf Kanal 5 wäre die Hydraulikpumpe. Als nächstes suche ich mir die Funktion freie Mischer. Dies ist im Moment noch komplett leer, es ist also noch kein Mischer zugeordnet. Wir haben aber in der Servoanzeige gesehen, wir brauchen einen Mischkanal von Kanal 1, Kanal 2 und Kanal 3 auf die Pumpe. Hier angegeben mit Kanal 1. In dem Fall ist eine MC20, die kann die Kanäle nur als Flächenflugzeugfunktion darstellen, aber das stört uns in der Hinsicht nicht. Kanal 1, ein Mischer auf Kanal 5. Jetzt gehen wir hier hinten rein, um den Mischer zu konfigurieren. Wir sehen also, das ist im Moment die Funktion des Arms. Die Herangehensweise hier wird jetzt bei jedem Sender etwas anders sein. Auch die Zumischanteile, ich gehe jetzt hier mal auf 80%. Werden etwas anders sein. Das Wesentliche an der ganzen Geschichte ist aber, dass wir eine Mischerkurve benötigen, die V-förmig ist, wie man jetzt hier erkennen kann, damit wir in beide Richtungen, wir wollen ja in beide Hydraulikfunktionen oder in beide Steuerrichtungen die Drehzahl erhöhen, und das Ganze können wir uns jetzt direkt in der Servoanzeige anschauen, ob wir hier richtig gearbeitet haben. Kanal 5, die Pumpe wäre jetzt aus. Ziel ist ja, dass wir im Betrieb bei ca. 20-30% Grunddrehzahl die Pumpe laufen lassen können und dann über die Steuerfunktion, wir sehen schon, es funktioniert jetzt hier, sobald wir eine Hydraulikfunktion betätigen, die Pumpendrehzahl automatisch mit erhöhen. Und das war eigentlich auch schon der erste Mischer. Das gleiche, nach dem genau gleichen Schema, stellen wir jetzt noch für die anderen beiden Mischer ein. Auch hier wieder Querruder, müssen wir jetzt gleich schauen, ob die Funktion korrekt ist, auf Kanal 5. Jawohl, wir sehen hier, wenn es der falsche Kanal gewesen wäre, würde sich der Balken nicht bewegen, ist also der richtige Kanal. Auch hier gehen wir auf eine V-förmige Kurve. Die falsche Richtung.
So. Damit ist der zweite Mischer auch zugeordnet. Wie gesagt, hier jetzt Kanal 1 Querruder und Höhenruder, weil es eine MC20 ist. Die MC28 zum Beispiel kann hier schon direkt die Kanäle auch darstellen. Aber das Funktionsprinzip ist auch hier immer das gleiche. Von den drei Hydrauliksteuerfunktionen jeweils einen Mischer auf den Kanal der Pumpe. Wie gesagt, der ist hier im Beispiel der Kanal 5. Kann aber durchaus auch bei anderen Sendern auf einem anderen Kanal zugeordnet werden. Aber es geht ja hier um eine prinzipielle Zuordnung und Veranschaulichung. Die Zumischanteile hier mit den 80% auch nur für das Beispiel. Die genauen Zumischanteile werden dann im Modell oder im Betrieb entsprechend angepasst, um einen möglichst runden Bewegungsablauf dann auch abzubilden. Wir schauen uns das nochmal an. Schieber nach unten, wäre Pumpe aus. Grunddrehzahl der Pumpe und dann testen wir der Reihe nach durch. Kanal 1, den Mischer kannten wir schon, der funktioniert. Kanal 2, wir sehen auch hier, in beide Steuerrichtungen wird der Kanal 5 angehoben und Kanal 3 das gleiche. Mit dieser einfachen Programmierung lässt sich im Betrieb deutlich Akkuspannung bzw. Akkukapazität sparen. Und ja, ist eigentlich mit heute fast allen Sendern möglich.